Meine lieben Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim 16. Adventskalendertürchen das Buch bzw. das Hörbuch Der Astronaut von Andy Weir vor. Es ist das dritte Buch des Autors. Ich habe Der Marsianer geliebt. Ich mochte Artemis super, super gerne und war sehr gespannt, was uns hier beim Astronauten erwarten wird. Natürlich haben wir wieder Science Fiction. Natürlich geht es bei Andy Weir wieder in den Weltraum und ich habe dieses Hörbuch sehr, sehr, sehr geliebt. Wir treffen hier Ryland Grace, der allein im All erwacht, sich an nichts erinnern kann und sich so ein bisschen fragt, was mache ich hier? Wo bin ich hier? Warum sind alle anderen um mich herum irgendwie tot? Was mache ich hier und wozu das Ganze? Und ich bin im All und auch das versteht er nicht so richtig. Doch er hat eine Maschine, die ihm ein paar Fragen stellt und er kann technische Dinge durchaus noch erklären. Zu sich selbst weiß er aber gar nicht mehr so viel. Aber zu der Mission fallen ihm dann wieder Dinge ein. Denn es ist eine Raumfahrtmission, die ins ferne, ferne, ferne All geht, in ein ganz anderes Sternensystem. Denn die Menschheit steht vor einer großen Herausforderung und es liegt jetzt an Ryland Grace, die Menschheit zu retten und in seiner Mission eben ja hier erfolgreich zu sein. Wir haben hier ganz klassisch, wie wir es von Andy Weir kennen, eine Ich-Perspektive. Ich finde, das macht auch bei den Geschichten, die er schreibt, am meisten Sinn, dass wir ganz nah am Protagonisten sind, dass wir ganz nah seine Gefühle, Gedanken, seine Selbstgespräche mitbekommen. Und das ist wirklich so der große Pluspunkt an diesen Science-Fiction-Geschichten, wie uns Andy Weir hier mitnimmt. Wir haben in der Geschichte auch einen Perspektivwechsel von jetzt zu früher. Also wir erfahren auch etwas über Ryland, während er sich selbst nicht ganz so daran erinnern kann, bekommen also auch ein bisschen einen Wissensvorsprung und erfahren so ein bisschen, wie kam er zu der Mission, was ist auf der Erde los, was ist mit der Menschheit passiert und so weiter. Und das fand ich tatsächlich einen sehr schönen Switch eben von jetzt, wo wir ihn wirklich begleiten, wie er so unwissend durch das All stolpert und eben zu vorher. Es ist wissenschaftlich, fand ich zumindest, schon sehr hochwertig. Man merkt, dass Andy Weir sehr gut recherchiert. Man versteht es aber auch als Laie. Also man wird nicht vollgedröhnt mit technischen oder gar ja, merkwürdigen Fachbegriffen, sondern ich konnte dem sehr gut folgen. Ich habe ein paar Science-Fiction-Bücher und Filme gesehen. Einer meiner liebsten Filme ist Interstellar. Da muss man auch fachlich und technisch so ein bisschen dabei sein. Aber ich bin gut zurechtgekommen. Es wird gut erklärt. Es wird aber auch nicht übermäßig darauf so rumgepocht oder ja, Wert gelegt, dass man das wirklich alles gleich versteht. Manches ergibt sich dann eben auch so ein bisschen innerhalb des Buches. Für mich war dieses Buch wirklich ein Page-Turner. Ich habe ihm unglaublich gerne gelauscht. Ich habe ihm viel zugehört. Ich habe sehr gerne gehört. Ich hatte Gänsehautmomente und wirklich auch so Wow-Momente, wo ich echt dachte, wie kommt Andy Weir darauf? Ich fand auch das Ende sehr, sehr, sehr cool. Ich fand es absolut geglückt. Mir hat es super viel Spaß gemacht, darauf hinzuarbeiten mit Andy Weir und eben Ryland Grace als Charakter so ein bisschen mitzugehen. Und das fand ich toll. Und man muss hier wirklich sagen, man spürt, dass Andy Weir ein humorvoller Mensch ist, denn all seine Charaktere, die er zeichnet, haben, glaube ich, eine ganz große Spur von seinem Humor in sich drin. Ich weiß, dass das beim zweiten Buch einige kritisiert haben, dass sich Artemis so anfühlt wie Ryan Watney, also den wir ja aus dem Marsianer kennen. Und dann dachte ich mir nur, ja, es ist halt schon ein ähnlicher Humor, weil es eben der Humor des Autors ist. Und natürlich, wenn er seinen Charakteren Humor mitgibt, wird es irgendwie etwas sein, worüber er selbst auch lacht oder worüber er schmunzelt oder worüber er irgendwie in dieser Situation reagieren würde. Es ist ja nicht immer Komik, sondern es ist ja auch so Situationen, die einfach humorvoll dann irgendwie dargestellt werden. Und das hat für mich Andy Weir hier auch wieder perfekt geschafft. Also großes, großes Kino. Wer Science Fiction mag, wer ein bisschen Humor mag, wer es auch mag, einfach mal so eingeschlossen irgendwie im All zu sein mit einem Charakter und der ist hier absolut richtig. Man sollte es auch nicht so sehr mit dem Marsianer vergleichen. Wir haben da eine ganz andere Grundgeschichte beim Marsianer. Natürlich begleiten wir ja auch wieder jemanden alleine durchs All. Aber ich fand schon, dass die Geschichten wirklich sehr unterschiedliche Geschichten sind, total getrennt voneinander zu sehen sind und man auch Mark Watney nicht unbedingt irgendwie bei Ryland Grace wiedererkennt. Das muss man ganz klar sagen. Allerdings ist natürlich auch der Marsianer eine absolute Empfehlung. Aber Der Astronaut hat mich in diesem Jahr begeistert und ich finde super, dass Andy Weir hier so ja ein gewisses besonderes Genre auch irgendwie für sich gefunden hat und darin uns unterhält. Und das hat mir einfach ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch nun noch einen wunderbaren 16. Dezember. Lasst es euch gut gehen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Türchen, im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Steffi.